feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know. Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute schon mal kleines Intro, hier geht es zur Wedgie World in Berlin. Ich wohne in Berlin, also habe ich es nicht so weit. Und das sagt schon alles, das ist eine Ausstellung von vegetarischen und veganen Herstellern von Lebensmitteln. Und ihr wisst, ich bin ein kleiner Foodie, ich teste mich durch alles durch. Ich kenne eine Menge und deswegen bin ich auch ultra gespannt. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Wie viele Food-Neuheiten oder Food-Tests vor Ort kann ich dort durchführen? Ich meine, das ist ein Träumchen. Also ich freue mich richtig, werde mich dann nur durchsnacken. Annelina und Nina sind auch mit am Start, vielleicht auch meine liebe Mel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vor Ort. Es kann sein, dass es vor Ort ganz schön laut wird. Also mache ich da vielleicht ein Voice-Over, nicht, dass ihr euch wundert, weil Messe ist jetzt meist nicht so der stillste Ort. Aber mal schauen. Ah ja, und an sich geht es einfach darum, zu testen, wie es schmeckt, euch mitzuteilen, ob es schmeckt und euch dann Empfehlungen zu geben, oder? Keine. Und wie ich mir schon dachte, muss ich das Ganze leider als Voice-Over machen, weil es wirklich super voll war und sehr, sehr laut. Aber ich zeige euch die Taste-Tests so und haben die Punkte schlauerweise sozusagen mir gemerkt und eher gesagt, haben wir danach noch einen Weg gefunden. Aber jetzt erstmal hier gab es von Dr. Mana eine vegane Camembert-Variante, Creamy White hieß die. Und hier seht ihr uns dann immer hier fleißig am Tasten. Und sie war richtig lecker. Also es war wirklich, wirklich gut. Ich war sehr beeindruckt. Also wir waren alle begeistert. Hat perfekt nachgemacht. Also wir haben 8 Punkte dem Ganzen gegeben, sind 150 Gramm enthalten. Dann ging es weiter. Oh mein Gott, hier haben wir Pralinen gesnackt. Das waren einfach alles vegane Pralinen. Das waren beide Sorten. Das war einmal eins mit Hazelnut-Nougat und eins war ein normales Nougat. War sehr, sehr lecker. Und dann ging es weiter. Es gab nämlich sehr, sehr viel Käse. Und hier von Beda gab es dann auch den veganen Camembert. Ich finde es ganz witzig, weil alle irgendwie versucht haben, jetzt einen veganen Camembert nachzumachen. Ich habe es überall eben so kleine Stückchen zum Probieren. Wir haben es wirklich fleißig durchgenascht. Das war ein Träumchen, sage ich euch. Und auch hier, ja, war ganz lecker. Aber ich muss sagen, da hat mir der Nachgeschmack, der war ganz bitter irgendwie. Also ja, Konsistenz war okay, aber ja, 5 Punkte. Dann haben wir hier uns endlich wieder bei Riegeln gefunden von Ahara. Die kannte ich vorher auch noch gar nicht. Die sind eben so ein bisschen beigemischt, ganz mit Spirulina und Ashwagandha. Da habe ich hier so einen Kakao-Brownie, Rich Brownie hieß der. Und die haben einen echt anderen Geschmack mal gehabt. Das waren wie so eine Energieriegel und die waren echt lecker. Also ganz, ganz besonders. Also war so Brownie, aber nicht zu süß und ja, die fanden wir alle nämlich auch einstimmig sehr, sehr gut und hat 8 Punkte von mir bekommen. Dann, ich bin ja gar nicht so das Alkoholmäuschen, aber gab es 43er in vegan, also eben mit veganen Milchsorten und oh mein Gott, Leute, ich war hin und weg. Also das ist was zum Betrinken. Nee, also da schmeckt mein Null Alkohol heraus. Hat glatte 10 Punkte bekommen. Ach ja, und dann waren wir wieder im Schokohimmel. Da gab es hier von Kostbar, gab es verschiedene Nuba. Also ich hatte einen Nougat-Riegel gehabt. Der war so lecker. Ich habe später auch noch, als war so von der Konditorei Stehwein hießen die, habe ich noch andere Schokosorten durchgetestet. Und ich fand es wirklich total toll. Also eben vegane Schokolade, loved it. Und auch diese Kakao-Drops. Die habe ich auch noch vorher nirgendwo gesehen. Ich hoffe, ich finde die ganzen Sachen auch nochmal im Store. Gab es ganz verschiedene außergewöhnliche gefüllte Pralinen. Wir haben jetzt hier mit Aprikose welche probiert gehabt. Und dann gab es aber eben noch mit Erdbeer oder aber auch mit Himbeerfüllung. Und die waren wirklich total angenehm im Geschmack. Eben, wir waren echt überrascht, weil es mal, auch dieser Aprikosengeschmack hätte ich niemals gedacht, dass der so gut ist. Und wir haben uns geeinigt auf 10 von 10 Punkten. Weiter ging es dann zu Better Baking. Die haben ja so Backmischungen und die haben richtig süß auch so kleine Sachen dann eben da gehabt, die gebacken wurden. Die haben aus der Pancake-Mischung Waffeln gemacht. Auch cool. Und die gibt es ja auch schon im Drogeriemarkt hatte ich die schon gesehen. Und hatte aber noch nichts davon ausprobiert. Es gab auch Bananenbrot, das haben sie leider nicht vor Ort gehabt. Aber wir haben die Waffeln getestet und die Waffeln waren
so lecker. Eben nicht süß, das muss man schon sagen. Nachher haben wir nochmal einen Brownie gegessen. Auch der nicht süß, aber dadurch eben ganz, ganz lecker. Also ich habe wirklich wieder 10 Punkte verteilt. Und wir waren alle, wie ihr seht, sehr begeistert. Oh mein Gott, auch gespannt hier von Louf. Gab es eine neue Barista-Milch? Ja. Die konnten wir eben da auch mal pur probieren. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Barista-Milch ist ja eigentlich da, dass es eben schäumige Milch ist. Aber ja, ihr seht ja, die Konsistenz war schon ein bisschen wässrig. Also so ein, ja, sehr wässrige Milch. Und ich muss sagen, mir hat sie nicht wirklich geschmeckt. Das war irgendwie ganz, ganz komischer Nachgeschmack. Also nee, den würde ich mir einfach nicht nochmal holen und ja, fanden wir leider beide nicht so gut. Also hat 6 Punkte bekommen und oh mein Gott, aber es gibt neue Chips. Ich weiß gar nicht, wie die Brand hier heißt, aber ihr kennt die vom Sehen, glaube ich. Und boah, die waren ja mal so lecker. Also wir haben Guacamole probiert und Cheesy. Also im Endeffekt haben wir alle probiert, weil wir uns nochmal vollkommen durchgesnackt haben. Aber alle Sorten, die wir probiert haben, fanden wir unfassbar lecker und haben gesagt, okay, die bekommen 9 Punkte. Und dann habe ich auch mal hier diese Veggie Straws gesehen von Eat Real. Die sahen so witzig aus, das habe ich irgendwie noch nirgends gesehen. Und ja, die sind wie so Pommes eben. Ich muss sagen, von der Konsistenz waren die richtig witzig, waren halt wirklich wie so Pombeeren, so richtig knusprig. War ich ganz überrascht. Hätten aber ein bisschen mehr gewürzt sein, dass wir sein können. Deswegen nur 8 von 10 Punkten. Und dann hier war so ein Shop, die hatten ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Richtig cool, die werden in der Ukraine hergestellt. Und das war jetzt so eine Schokolade mit Buchweizen. Auch die war richtig lecker. Die war total cremig. Wir waren beide sehr begeistert, haben verschiedene Schokoladensorten probiert und die haben dann insgesamt sozusagen 8 Punkte von uns bekommen. Am nächsten Stand Dattelmann. Haben wir uns auch einfach durchgesnackt. Da gab es verschiedene Datteln, aber auch gefriergetrocknete Sachen. War alles wirklich top. Wirklich, wenn danach waren wir im kompletten Foodkoma. Und dann waren wir bei Lini's Bites. Da liebe ich die ganzen Sachen ja auch von. Habe jetzt aber die Spekulatius-Creme von denen noch getestet. Die kannte ich letztes Jahr noch gar nicht. Ich liebe ja die anderen Aufstriche und auch die Riegel von Lini's. Und ja, den Rest kenne ich halt auch schon alles. Das war jetzt das Einzige, was ich nicht kannte. Ich muss aber sagen, der Spekulatius hat mir ein bisschen zu sehr nach Nelke geschmeckt, an Nina auch. Nina hatte den Caramel Spread, deswegen hat sie 8 Punkte gegeben und ja, bei mir dann eben nur die 7, aber ist trotzdem noch sehr gut. Und dann hier von Tsunama, auch richtig gute Riegel, die kenne ich auch alle schon, nochmal durchgesnackt. Ja, dann gibt es noch so eine kleine Startup-Area hier und da habe ich auch, ach, die Zampas-Riegel, die sind so lecker und die haben auch eben eine neue Sorte wieder rausgebracht. Das sind ja Riegel eben auf der Basis von Gerste, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber ich liebe die. Die kommen eben auch aus Berlin. Schon öfter auch die Gründer oder halt die Leute, die dort arbeiten, getroffen. Das sind auch ganz, ganz lieb. So, das habe ich gerade richtig weird ausgedrückt. Aber ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt dort. Und ja, haben wir die neuen Riegel probiert. Und oh mein Gott, dieser goldene Milchriegel, der war so lecker. Und auch Annalina kannte die noch gar nicht, die Riegel. Sie war auch hyperhyped. Und dann auch noch den neuen Riegel mit Hemp. Und dann haben sie jetzt auch noch so Clean Eating Bowls oder halt so Porridge Bowls. Die waren auch total lecker. Und die Riegel, ja, ihr seht, ich war durchaus begeistert. Und ja, von uns beiden glatte 10 von 10 Punkten bekommen. Ja, haben uns beide drüber gefreut. Dann konnten wir auch endlich nochmal Kofu testen. Den hatte ich mir, glaube ich, auch schon einmal geholt gehabt. Kann mich aber gar nicht mehr so gut dran erinnern, muss ich sagen. Das ist eben so Kichererbsen-Tofu, also wirklich auf der Basis von Kichererbsen. Richtig gute Zutaten. Hatten sie jetzt verschiedene Sorten da. Haben erstmal die Sorte Smoked probiert und waren beide auch wieder hellauf begeistert und haben beide 10 von 10 Punkten gegeben. Dann die Sorte Mediterrane Kräuter. Eben vom gleichen Prinzip her. Auch die findet ihr bereits schon in Supermärkten, in Biomärkten. Haben wir auch noch probiert. Und da muss ich sagen, hat es mir ein bisschen zu sehr nach Kräutern geschmeckt. Also ja, 8 von 10 Punkten. Aber immer noch gut. Dann gab es auch ein bisschen Kaffee. Lupinion. Das ist Lupinenkaffee. Der ist eben koffeinfrei. Hat Koffein. Aber ist wie Kaffee, ist koffeinfrei, genau. Und da war dann liebe Mel auch endlich am Start. Und da haben wir hier, ja, Mel hat keine Punkte vergeben, weil sie eigentlich gar keinen Kaffee mag. Aber sie meinte, es war nicht schlecht. Und ja, wir haben 8 von 10 Punkten gegeben. Ja, die Sachen von, also das Team von Flora Nutris war auch da. Da wisst ihr auch, ich liebe die Sachen. Deswegen auch einen kleinen Daumen hoch. Und dann haben wir hier noch von Joy und
Jay und Joy. Genau, die haben auch vegane Käsealternativen. Da haben wir immer so einen Limburgern vegan probiert. Und ich muss euch aber noch mal ganz kurz sagen, ich habe einen Blauschimmelkäse von denen danach noch probiert. Der war 10 von 10 Punkten. Also wenn ihr den mal seht, himmlisch. Aber auch der Limburger war gut, hat sehr intensiv geschmeckt, hat 8 von 10 Punkten bekommen. Und dann gab es natürlich auch noch mal hier so eine Art Camembert-Verschnitt, der ja, hat mir nicht ganz so gemundet. Also ich muss sagen, der Blauschimmelkäse, der war Träumchen. Und den fand ich ein bisschen langweilig. Also war ganz gut gemacht, aber ja, gibt bessere. Also 6 von 10 Punkten. Dann nochmal eine Runde Proteinballs hier von Good Sport. Da habe ich schon Riegel öfter mal von gehabt. Die fand ich auch total gut. Und die Proteinbällchen waren ein bisschen trocken von außen, im Geschmack aber dann ganz lecker. Deswegen haben wir uns auf 7 und 6 Punkte geeinigt. It's another day, wie ihr vielleicht seht. Ich war auch an dem Tag einfach nur noch fix und fertig und habe kein Outro mehr gedreht. Ja, das war die Messe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren danach wirklich so durchgefuttert, aber es war so cool und es macht so Spaß, wirklich. Da kann man übrigens sonst auch, ich bin jetzt kostenfrei hingehen dürfen, als Pressemitglied. Aber da kann man sonst auch immer einfach so hin. Das ist ganz geil. Dann kann man sich überall durchsnacken. Also es ist ein Träumchen. Naja, also tut mir nochmal leid, dass ich ein Voice-Over machen musste. Hat mich auch selber ein bisschen geärgert, weil es schon cooler ist, so mit Live-Reactions. Aber ja, ist schwierig gewesen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und es war auch mal ein cooles Format für euch. Dachte ich, muss euch da auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen, ich freue mich auf weitere Food-Tests mit euch. Ihr mit mir vielleicht. Do it together. Und ja, dann sehen wir uns. Fühlt euch festgedrückt.